Ja, heute bei uns im ersten Blick der Beurer Sports AS80C. Das ist ein Fitness-Tracker, der nicht nur eure Fitness trackt, sondern auch eure Schlafqualität. Dafür gibt es eine App für Android- und iOS-Geräte. Und schauen wir uns mal an, was ist da drin, und werfen einen ersten Blick auf den eigentlichen Fitness-Tracker. Ja, ich würde sagen, schauen wir uns die Beurer Sports AS80C genauer an. Verpackt ist die in dieser Kartonage hier. Der Fitness-Tracker sieht dann so aus. Hier schon einige Informationen und natürlich auch, für wen der Fitness-Tracker bzw. die App zur Verfügung steht, nämlich für Android und iOS. Und auf der Rückseite gibt es dann verschiedene Farbvariationen und was man damit alles machen kann. Aber ich würde sagen, machen wir das gute Ding einfach mal auf, nämlich hier oben. Und dann kommt eine massive Umverpackung zum Vorschein. Die kann man einfach rausziehen. So sieht das dann aus. Hier und hier ist Zubehör drin. Hier natürlich der eigentliche Fitness-Tracker. Und ich würde sagen, schauen wir einfach mal rein, was da alles so drin ist. Man klappt das nämlich nach hinten auf. Tata. Da kommt man nämlich dann auch wunderbar an die Sachen dran. Zum einen natürlich der eigentliche Fitness-Tracker hier mit hübschem Display, wie man schon erkennen kann. Den schauen wir uns aber gleich noch genauer an, wie immer. Dann natürlich hier verschiedene Quick-Start-Guides und Anleitungen, wie man das Teil benutzt, was es alles kann, in verschiedenen Sprachen auch. Also da gibt es für alle was dabei. Da kann man auch ein bisschen Lesestoff sich dann mit ins Bett nehmen, sage ich einfach mal. Und dann hier in der Schachtel noch dabei natürlich weiteres Zubehör. Nämlich, was braucht man noch für einen Fitness-Tracker? Natürlich das passende Ladekabel natürlich, wenn er mal leer sein sollte. Und ich würde sagen, schauen wir uns im nächsten Teil noch kurz den eigentlichen Fitness-Tracker an. Ja, schauen wir uns den eigentlichen Fitness-Tracker an. Wir haben hier die schwarz-lilane Variante. Es gibt natürlich auch noch andere Farben. Das ist hier überhaupt kein Problem. Ist wie immer fast eigentlich ein Unisex-Fitness-Tracker. Das heißt, den kann jeder anziehen. Sehr schlichtes und schmales Design. Eine sehr gute Verarbeitung. Und natürlich hier ein OLED-Display, dass man da auch ein bisschen was lesen kann. Wenn man draufklickt, sieht man schon, jetzt kann ich mir zum Beispiel die Uhrzeit anzeigen lassen. Das ist schon mal sehr cool. Ansonsten, das Teil ist eckig gehalten, wie man unschwer am Design erkennen kann. Weiterhin natürlich, es ist aus Kunststoff, Gummi und Silikon gefertigt. Das tut allerdings, wie auch schon angesprochen, der Verarbeitung keinen Abbruch. Wenn ihr das Teil euch zulegen möchtet, müsst ihr darauf achten, dass ihr ein Android- oder iOS-Smartphone zu Hause habt, denn nur dafür gibt es dann die entsprechende App, wo das alles trackt und überwacht, was ihr denn da so macht. Weiterhin natürlich, wie immer, dabei Kalorienverbrauch, Laufaufzeichnung und Wecker und auch zurückgelegte Distanzen, Vibrationsalarm bzw. Message gibt es hier auch dazu, wenn ihr zum Beispiel irgendwas geschafft habt oder so irgendwas. Also ist es eigentlich ein klassisches Fitnessarmband. Weiterhin natürlich, wenn ihr mehr Infos dazu haben möchtet, schaut auf smartwatch.de vorbei. Da gibt es ausführlichen Artikel dazu, beziehungsweise da könnt ihr euch auch die technischen Daten in Ruhe durchlesen. Das wäre es soweit von mir. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.